So, was geht jetzt ab? Wo sind wir noch hingestürzt? Leben wir noch alle? Was ist hier ab? Was geht ab? Ich kann schon nicht mehr reden, ey. So alive. We're happy for you, Drax, but I think I can smell my fur burning. Stay sharp. We don't know where. Wir wissen. It's the forge. I can feel it. It's killing her. Hala. She is afraid. Peter? Please, Baldin, where are you? There you are. It is you. My son. Forge's corruption must be affecting Hala's mind. I've missed. Doesn't know what's going on. I never thought I would see you again. Baldin, we do not have much time. Your son is dead, Hala. No. No, that cannot be. You are right here. You are right here. You didn't save me. You didn't save anyone. You failed your people. Baldin is murderer. Murderer! The Kree perish with me, but so will you. Was das sein? The forge spread through her like poison. So, we did it. Hala's dead. The galaxy is saved. I know I should feel good about it, but... Ugh. We did the right thing, didn't we? We saved lives, Gamora. If we hadn't done what we did, a lot more innocent people would be dead right now. You're right. I think I could use a drink. I am Groot. Yeah. Let's go.
Die war immer voll abgedreht. Hello? You guys still open? If there's booze on the shelf, they're open. Hey! Can I come out now? Is it over? Yes. You can stop cowering like a baby. And we're all pretty thirsty. I know now isn't the best time, but you still haven't paid your tab. Are you kidding me? Hey, guys gotta pay the bills. This is the most ridiculous thing I've ever heard. Dude, come on. We just saved your life. I mean, we just saved your bar. We saved the galaxy. Pick one. Any of those should more than pay our debt. You're right. You're right. Consider your tab forgotten. I'll start you a new one right now. What is this? It tastes terrible. I am Groot? Tastes like victory. Victory tastes like burning. I am Groot. Peter, now that this is all over, there's something I've been meaning to say. What is it? When I was trapped in that tomb, all alone, the only thing I cared about was my own freedom. And to obtain that freedom, I exploited memories of your mother. I lied to you, made you think she was alive for my own benefit. I shouldn't have done that. I'm sorry. I used you. It was a selfish thing to do. And I feel terrible to have put you through that. It's in the past now, Mantis. There's no point in dwelling on it now. I know. But I still feel terrible for what I did. The more time I spent with you, the more I discovered what you've been through. I can tell you and your mother were very close. I could feel it in your heart. Destroying the forge and losing the chance to see her again. That couldn't have been easy. Of course it wasn't easy. She was my mom. Why are we talking about this now? What would you say if I told you I could give you a moment with your mother? What? A final chance to speak with her. See her one last time. What about the others? They all lost someone close to them, too. I owe you a debt, Peter. Freeing me from my prison, destroying the Eternity Forge. I can't ever repay you for what you've done. But I can give you this. And I want to give it to you. The remains of the Forge would be able to let me connect with someone who has died. But only for a few minutes. And only if you want. Nein. No. No, I don't want to do that. My mom is gone. Okay, seeing her again won't bring her back. Besides, I have a new family. I think she'd be happy for me. Of course. Forge no longer holds any power over me. I don't know what to do. Now that I am finally free of it, my life was so entwined with its purpose. With it gone, I feel okay. We could always use an empath on the team. Why don't you join the Guardians? Officially. Really? Definitely. Thank you, Peter. It will be nice to have a home instead of a box. My head finally feels clear. Thank you, Peter.
for all you've done. Juhu! Ein Guardian mehr. So, everything worked out in the end. Don't you know? Everything works out for me. Shut up. You know what I mean. I'm proud of you, Peter. Yeah? You kept us together after all. I had many, many doubts it would happen. So many doubts. Oh, daily doubts. I honestly couldn't count them all. But somehow, you pulled us through. Don't you know by now? Never doubt the legendary Star-Lord. Oh, never change, Peter. It's pronounced Star-Lord. How about a refill? My hero. Party! Hey, you two seriously need to tell us when there's a toast happening. I drink this toxic liquid in honor of the galaxy. May it stay guarded. What about to new friends? I've never had them before. I've got a better one. To vacation! I am Groot. Yeah, okay. Family's a good one, too. Hurry up, Pete. My arm's getting tired. To the best family a guy could ask for. Strangest looking one in the galaxy. Hey, I'll take it. Guardians, this is the Nova Corps. We have another situation. You have to help us. You're the first ones we called. The galaxy can wait. Yeah, we gotta have a real celebration. For once. We don't have to do anything. What's in it for us? Das ist auch am Saufen der Barkeeper. Copyright claim incoming. Fuck you, YouTube und GEMA. So, der Zustand der Guardians. Auf wessen Seite du stehst? 100%? 100%? Oh, okay, 33%. Beziehung mit... hab keine Ahnung, warte mal. Kann ich nicht haben? Kann ich nicht lesen, was da hinter der Knarre steht? Verständigungsprobleme habe ich mit Drax. Aber mit Groot und Gamora geht das ab. So, was haben wir hier? Zustand der Galaxis. Meredith? Ja, das ist klar. Die ist verstorben. Die hätten wir sogar wiederbeleben können. Ist ja krass. Baldin verstorben. Hala verbraucht. Nebula verstorben. Hätte die überleben können? Krass. Loyal, Peter, du und 58,2% der Spieler haben versucht, die Guardians an erster Stelle zu stellen. Helden kommen in allen möglichen Formen und obwohl Peter keiner davon so wirklich entspricht, ist er der beste Freund und Anführer, den sich sein Team wünschen könnte. Du und 63% der Spieler haben die Schmiede der Ewigkeit zum Wohle der Galaxis zerstört. Du und 74,8% der Spieler haben das Überleben des Teams priorisiert und Drax erlaubt, sich zu opfern. Ja, war klar. Du und 60,4% der Spieler haben sich dazu entschieden, Gamoras Familie intakt zu lassen, indem Nebula bei den Guardians bleiben durfte. Auch klar. Oh, das ist aber nicht so klar. Dank dem Einfluss von dir und 82% der Spieler hat Rocket seine Ängste überwunden und ist treues Mitglied der Guardians. Selbst wenn alle anderen am Boden sind, die Galaxis ist es wert, für sie zu kämpfen. Du
du und 15,5% der Spieler fanden Rockets Dilemma wichtiger als Nebula gefangen zu nehmen. Oh, das waren nicht viele. Das waren echt nicht viele. Da habe ich echt gedacht, das ist mehr. Okay, du und 63% der Spieler haben die Schmiede der Ewigkeit zerstört. Ganz zum Ärger von Rocket. Ja, das haben die meisten gemacht. 74,8% der Spieler haben Drax Opfer zugelassen und verhindert, dass Groot verletzt wird. Oh, geil. Das wäre Groot verletzt gewesen. Unverwüstlich, Gamora. Dank dem Einfluss von dir und 64% der Spieler hat Gamora ihre Vergangenheit mit Nebula überwunden und freut sich auf neue Abenteuer mit ihrer wahren Familie, den Guardians. Sehr geil. Du und 74% der Spieler haben Gamora ermutigt, sich mit ihrer Schwester Nebula zu versöhnen. Du und 10,1% der Spieler sind Rocket gefolgt, anstatt Nebula zu verfolgen. Wow, echt wenig. Du und 59,4% der Spieler haben versucht, Gamora und Nebula auszusöhnen, indem Nebula gebeten wurde, zu bleiben. Inspiriert, Drax! Dank dem Einfluss von dir und 28,9% der Spieler konnte Drax seine größte Herausforderung bewältigen, den Tod seiner Tochter zu überwinden. Es wird nicht leicht, doch er ist dazu inspiriert, es zu versuchen. Du und 89,6% der Spieler haben Drax versichert, dass er seine Rache gegen Thanos bekommen hat. Du und 63% der Spieler haben die Schmiede der Ewigkeit zerstört und damit die Galaxis über Drax Familie gestellt. Du und 74,8% der Spieler ließen sich von Drax Bitte überzeugen und erlaubten ihm, sich zu opfern. Das ist alles die Mehrheit, außer da oben das erste. Okay. Groot. Trotz des Verhaltens von dir und 100% aller Spieler hat Groot die Guardians nie aufgegeben. Er glaubt an sein Team und liebt es bedingungslos, egal wie sehr ihr euch wie ein Haufen A-Löcher verhaltet. Oh, A-Löcher. Du und 84,9% der Spieler haben Groot erlaubt, seinen Baumfreund zu behalten. Na klar. Du und 63% der Spieler waren auf Groots Seite und haben die Schmiede der Ewigkeit zur Wohle der Galaxis zerstört. Du und 93,4% der Spieler haben Groot die Hand geschüttelt, obwohl er die Guardians verließ. Na klar, weil Groot ist einfach cool. Oh, hier gibt es den Angriffsbrar, den ich aufgeteilt hatte. Das brauche ich jetzt nicht vorlesen. Was gibt's hier noch? Das ist noch von dieser Episode. Du und 61,9% der Spieler sind zuerst zu Drax gegangen. Du und 82,3% der Spieler dachten positiv über die Guardians. Du und 64,9% der Spieler ließen zu, dass Hala von der Schmiede der Ewigkeit verschlungen wird. Du und 23% der Spieler haben einen letzten Moment für Meredith Quill ausgeschlagen. Also die Mehrheit hat diesen Moment angenommen. Finde ich aber unsinnig. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gut. Cliffhanger. Wird denn da einer den Thanos wiederbeleben wollen? Man munkelt, man weiß es nicht. Ja, das war die erste Staffel von Guardians of the Galaxy. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und guckt auch meine anderen Let's Plays. Daumen hoch oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play oder bei der zweiten Staffel von den Guardians. Bis dann!